Hey, weiter mit King Arthur Knight's Tale. Ich weiß nicht genau, welche Mission wir heute machen. Wir haben zwei Stück zur Auswahl. Einmal die Rückkehr des Königs. Ich wollte kurz das Herr der Ringe-Theme machen, aber wir sind noch viel zu früh in der Episode. Das fliegt alles auf. Und die wilde Jagd. Das Problem ist, die wilde Jagd ist gegen die Elfen, also die Seelie und die Unseelie. Die Rückkehr des Königs ist nur gegen Pikten. Deswegen ich die Mission vielleicht vorher einschieben würde. Die gibt einfach nur Bonus-Erfahrungspunkte, genauso wie die andere. Heißt, wir schauen zuerst mal da oben vorbei, denke ich. Level 13 hin oder her. Wir schmeißen den weißen Ritter mal hier raus. Lanval kann gerne hier bleiben. Balin kommt noch nicht mit. Wir nehmen noch mal Sir Lucan mit auf Mission. Und ansonsten lassen wir... Wen lassen wir denn hier im Training? Bekommst du irgendwas dadurch, dass du ein höheres Level hast? Ich glaube nicht. Hector kriegt da was dadurch, dass er ein höheres Level hat, nicht? Dann schmeißen wir den mal in ein Ritterturnier. Weil der bekommt ja mehr Staub dadurch, oder? Staub, Staub, Staub. Schöpfer. Erhöht sich um 10 pro Stufe, genau. Wir bekommen dann also was dadurch, wenn der da mitmacht. Die anderen Kerle. Einer von euch hat einen Heiltrank getrunken. Da habe ich mich aber anscheinend schon drum gekümmert. Da bin ich natürlich sehr stolz auf mich. Der Händler hat Gerümpel. Der bleibt aber noch eine Weile bei seinem Gerümpel da. Das hier wird refreshed. Gibt es hier irgendwas, was ich wirklich gerne hätte? Eher nein. Das ist mir zu viel zu lesen. War ein Scherz. Das war auch ein eher nein. Die hier ist nicht schlecht. Aber im Moment auch auf einem Ehrenein. Haben eigentlich die Logos irgendwas zu sagen, die da drauf sind? Oder sind die nur vollkommen zufällig da drauf? Der Bogen, der wäre nicht schlecht. Problem ist halt, plus 3 Schaden für Wachtangriffe ist ein bisschen Plus 3 Waffenschaden, plus 10 Rüstungsdurchdringung liest sich allerdings nicht verkehrt. Ich wüsste nur nicht genau, wie wir an 1300 Staub kommen sollten. Wir haben hier 800 für zwei Sachen, die ich einfach nur behalten habe, weil die mehr oder weniger einzigartig sind. Haben wir denn irgendjemanden, der nicht benutzt wird, der orangenes Zeug anhat? Wir haben hier diese schlechte, komische Axt, die aber auch nur 200 gibt und die hinten sind ja alle nackig. Der Lanval könnte im Prinzip auch nackt sein, weil wenn der Ersatzmann für Kay sein muss, muss Kay dem auch die Ausrüstung geben, die er gerade anhat. Sonst können wir das Zeug hier nämlich sowieso komplett vergessen. Was wären das denn? Das wären 1000, 1200, 1600. Das würde reichen für den Bogen. Würde sich der Bogen denn wirklich lohnen? Gut, ich meine wirklich lohnen. 6 Punkte Schaden sind eine ganze, ganze Menge. Rüstungsdurchdringung ist viel. Ja. Ach, der ist auch schon. Den können wir gerade mitverkaufen dann. Okay, pass auf, wir verkaufen Lanvals Axt, einfach nur, weil sich's nicht lohnt. Ich sag, wenn Lanval als Ersatzmann für Kay einspringen muss, was wahrscheinlich nicht mehr passieren wird, weil Lanval vor allen Dingen nicht mal geskillt ist im Moment, dann bekommt er auch die Ausrüstung von Sir Kay, so ist es nun mal. Ich könnte mir tatsächlich eher vorstellen, dass Gawain, falls wir den kriegen sollten, als Ersatzmann für Kay dient und wir Lanval dann irgendwie schmeißen oder so. Ich meine, das ist ein cooler Charakter, an den man nicht ganz so einfach drankommt, aber wir haben dann im Endeffekt doch nur ein oder zweimal gebraucht, als ich das Spiel noch nicht so gut konnte wie jetzt. Was haben wir denn hier überhaupt? Das Ding, da werde ich niemals benutzen. Okay, ihr könnt mir jetzt erzählen, wie viel ihr wollt, dass das Ding super gut ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich den schwarzen Fingerknochenring jemals benutze, liegt bei ungefähr 0,0. Ich kaufe jetzt die Runen des verfluchten Pfeils. Kann er dann hier anziehen. Dann knallt er jetzt so richtig. Und dann gehen wir ein paar Pikten jagen. Die Rückkehr des Königs. Bam, 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 bam. After Morgause's unforeseen departure, a new bloodthirsty cult rose among the Picts. These madmen now ravage the countryside, kidnapping people to sacrifice them during their grim rituals. And all our efforts to track them down failed. Now a renegade moon woman revealed the location of their hideout. Let's strike them down before they disappear again. Guter Plan, Mr. Sir Mordred, der jetzt Kettenblitze schießen kann, nur so aus Spaß. Legen wir los. Aber es ist dunkel hier.
Ich sehe doch schon sowieso nichts, weil mir die Sonne ins Gesicht scheint. Do you deny conspiring with the Iron Man? Oh, have I been found out? No matter. I will stop this madness, whatever it takes. Das hier sieht aus wie die Höhle aus der 13. Krieger. Hallo. Hunt us down like wild beasts and kill us all. You are the mad one, woman. When did the Picts become cowards? Begging the Formorians to save them from the glorious carnage of battle. Wer sind die Formorier? Do you fear death, weakling? Lässt sich das wissen, ist das wieder irgend so ein Story-Part oder ein geschichtlicher Part, den ich nicht kenne? Seid ihr eigentlich taub? Mondfrau, hör auf mich zu beleidigen. So, seid ihr jetzt wenigstens irgendwie gebufft? Ja, ihr seid definitiv gebufft. Deswegen ist das hier Level 13, weil die Jungs jetzt 100 Punkte HP haben. Okay. Na, wenn das so ist, dann kann ich wohl die bemalten Bogenschützen nicht mehr einfach so one-hitten. Aber wenigstens haben sie keine neuen Resistenzen bekommen. Das ist doch schon mal etwas. Rechtsklick. Okay. Sir Lucan. Das sieht ja tatsächlich gar nicht nach so wenig Schaden aus. Machen wir mal Inspiration. Kann Sir Kay an irgendjemanden ran, um den zu vernichten? Kann er wohl. Die Frage ist... An wen? Erderschüttere hier durchmachen kannst du. Wenn du einen Schritt nach hier machst, erschütterst hier die Erde. Wäre das nicht schlecht. Ja, jetzt müssen wir hier kurz rechnen. Der erste Schuss von dem macht extra Schaden. Bedeutet, den wollen wir nicht auf den bemalten Bogenschützen da eigentlich raushauen. Wir können den Typ da erschießen, das bringt uns noch nichts. Uff. Okay. Wir könnten hier dann mal anscheinend eine Kettenblitz-Situation herstellen, wir uns ein bisschen bemühen. Bitte mal den netten Typ da hinten an. Okay, braucht 4 für seinen Angriff. Na gut. Bumsen wir den dann mal um. Reicht nicht ganz. Okay, jetzt muss ich mal kurz, bevor ich hier gleich kompletten Blödsinn anstelle. So, wir kettenblitzen den. Und den. Und den am Fußboden, nur damit es einfacher ist. Gut, das war nicht das, was ich wollte. Aber hey. Schieß mal den da, schieß mal den da. Dann, Segen auf Mordred. Dann kann er noch einen Schritt machen und dem Typ dann noch eine verpassen. Dann sollten hier doch eigentlich alle relativ angenehm stehen. Ich denke nicht, dass die Mondfrau jetzt direkt totgeschlagen wird von dem Typ da. Okay, der Typ da schlägt gar niemanden tot. Wenn Mordred hier Pufferfischgeräusche macht, boah. Bei Teleportation geht einmal pro Kampf. Brauchen uns also nicht zu schämen, das Ding rauszuhauen. Mondfrau, wir sind's. Ich sehe, sind wir gerade rechtzeitig gekommen. Maybe not. The awakening of the Formorian is at hand by now. If it happens, we are all undone. And there are an awful lot of mad picks between us. And they are not gods. No matter what people say, they only take and never give, and their hunger won't be quenched until they devour the whole world. Geht's um die ekligen Erdwürmer? If you think Avalon is a miserable place now, wait until the Formorians. So, was hofft euer Volk mit der Beschwörung der Formorier zu erreichen? If only, but they are wrong, dead wrong. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Separated from my tribesmen, I'm afraid they'll be made to pay for my treachery. If we find them and save them. Okay. But other than that, it's simple. Kill anything that moves, especially if it's not shaped like it. Easy. Oje. Kämpft die mit oder läuft die uns einfach nur hinterher? So groß ist die Karte nicht, ja? Also hier runter würde ich sagen. Alles töten, was uns vor die Flinte läuft.
Oder vor das Schwert in dem Fall eher, vor die Armbrust. By Bala's rotting eye. I heard something. Okay, hi. Wir sind die Eisenmänner. Warum ist denn der Auserwählte genauso stabil wie die anderen? Your Highness? Aber na gut. Luken, du kennst unseren Plan. Wird Zeit drauf zu hauen. Mondfrau, kannst du uns helfen? Feuerstoß, nice. Donnerschlag mit Betäubung oder ohne? Sieht nach ohne aus. Aber na gut, wir finden trotzdem schon Arbeit für dich. Erstmal müssen wir den Typ da töten. Die Frage ist nur, wie. Reicht's, wenn Kane einen Erderschütterer da durchschlägt? Ja, 67 sollte reichen, oder? Geh fest davon aus, dass Saiva in den erschießen kann. Ja, kann er. Mordred, wie weit funktioniert dein Kettenblitz? Okay. Mondfrau, die kein Voice-Over gekriegt hat, war wohl frech gewesen. Das ist alles schwierig hier. Alles schwierig. So, der ist fertig. Du kannst noch segnen und ein Läuterungsfeuer abschießen. I can take them all. Wir blitzdingsen den hier vorne. Schildansturm da rein, damit die was zu tun haben mit Mordred. Schwierige Frage. Wir müssten am besten noch jemanden umbringen. So wie es aktuell aussieht, wird es sich dabei wohl um diesen netten Kerl dort handeln, der gerade in Flammen aufgegangen ist. Die bleiben da alle so stehen. Dann blocken wir mit Luken mal die hier hinten. Bei Ivan ja eigentlich genug Schadenreduktion hat. Er dreht sich mal in die richtige Richtung. Die hier stehen eigentlich alle ganz gut, nicht? Ich meine, ja, kann sein, dass Mordred jetzt ein bisschen kassiert, aber dafür ist er ja dabei, nicht? Wow. Die haben ziemlich viel Aktionspunkte mitgebracht, was? Die neuen Bogenschützen. Und schießen ganz schön feste. Ja, 18 bis 27. Vielleicht war der Kampf hier doch nicht unbedingt die beste Wahl gewesen. Aber jetzt ist definitiv zu spät. Jetzt sind wir schließlich hier. Okay. Und Frau. Das macht Schock. Und 20% weniger AP. Tja, Luken. Du hast vor allen Dingen ziemlich wenig Gesundheit. Weil er dich doch einfach zweimal schlagen durfte. So, der nette Kerl da ist betäubt. Der Bogenschütze da hinten macht mich halt nervös. Wie weit müssen wir denn vor, damit er den sieht? So weit, der soll doch noch zweimal schießen können. 1, 2, 3, 4. Kann er sowieso nicht. Wir könnten ihn zweimal schießen lassen, da drüber. Bringt uns denn der Kettenblitz Spaß hier gerade irgendwas? So, einmal vor, den da hinten erschießen. Ja, ich sag, wir könnten den nochmal schießen lassen, bringt uns nur nichts. Wir ziehen mal alle. Der macht wahrscheinlich schon auch mittlerweile so viel Schaden, ja, macht er. Das ist übel. Das ist übel. ja, den Schaden, da wollen wir dann am besten vermeiden. Heißt, wir laufen bis nach hier. Du
Kannst nochmal schießen, stehst hier aber schlecht dafür. Tut mir leid. Nach hinten. Drehst dich in die Richtung. Du gehst aus dem Bereich raus. Dann habe ich jetzt noch meine beiden Tanks vorne stehen, die hoffentlich einen Schlag einstecken können. Ready to fight. Wie viel Cooldown hat denn so ein Segen? Zu viel anscheinend. Ich habe jetzt Zeit, dass du mit einsteigst, Luken. Wir haben dich ja nicht nur zum Spaß dabei. Ready to fight. Das wird ein zäher Kampf hier. Ich hätte nicht gedacht, dass Luken und Ivan so schnell hier anfangen zu kassieren. Irgendwo rappelt hier aber noch Loot. Ein Manuskript, ja. Na gut, merken wir uns, wenn da steht, dass das Level 13 ist, dann meinen die, dass auch die Pikten schwieriger geworden sind. Nur zwei Lagerfeuer. Da ist die Rechnung noch nicht damit, dass wir so hart kassieren. Oder die Gegner sind relativ übersichtlich, gegen die wir hier kämpfen müssen. Map of scum. Tonight will dine on the marrow from your bones. Betrayers deserve death. Die ganzen Voice-Actor sollen mal aufhören, böse mit sich selbst zu reden. Blood grows, their flesh is yours. Take it. Ich hoffe, ich muss sie nicht steuern. Gut, wir haben hier ein paar Verbündete. Wir haben drei Bogenschützen, von denen ich am liebsten keinen mehr wiedersehen möchte. Also Inspiration. Dann sprinten wir hinter den netten Mann. Nothing personal, Kid. Müssen sie wirklich gerade eher um die Bogenschützen kümmern als um die anderen Dudes. Your Highness? I can take them all. So, betäuben wir den da hinten. Gute Frage, was dann? Der Feuerstoß auf den Typ da müsste eigentlich machen, dass er sich nicht bewegen möchte, weil die KI da ein bisschen fiddelig ist, was Feuer angeht. So, der müsste also eigentlich recht safe sein für uns. Wir können doch hier so einen 52er erschießen ohne größere Probleme. Ja, können wir. Wir Mordred hier reinschicken, den Bogenschützen da blockieren. Ist es mir leider nicht möglich, auf diesen Bogenschützen da zu schießen, wohl. Ich habe nicht das Gefühl, dass speziell Luken daran schuld ist. Dass wir einfach eine schlechte Position haben hier. Ha. Your Highness? Müssen wir in der großen Hoffnung leben, dass der einen von den anderen da hinten angreift und nicht meine Leute. Ich kann wirklich gar keine Chance auf den zu schießen. Von da. Das kostet uns tatsächlich nur gelbe Punkte. Der hat zwei Schritte frei danach. Wobei, der hat sowieso extra, weil er mit gezielter Schuss arbeitet, nicht? Gut, dann kann er hier wieder weg. Okay. Hat sich dann doch noch eine Möglichkeit gefunden. Der da setzt aus, weil der im Feuer steht. Der muss Nahkampf machen. Und die swarmen ihren Kumpel. Was hat er denn hier vor? Luken, mein Freund. Müssen wir uns noch um den da oben kümmern? Mondfrau? Gut, wir finden schon einen Weg, den da oben umzubringen. Wird ja wohl nicht so kompliziert sein. Ein Punkt Gesundheit. Ekelhaft. So, du musst zwei, drei Schritte gehen, damit du an den rankommst.
Was können wir denn für die Jungs da tun? Ich hoffe einfach, die kommen dann zum Schluss und helfen uns und laufen uns jetzt nicht hinterher, weil damit könnte ich wirklich wenig anfangen. Kanchagan, what's this? Are you in a league with the Iron Men? Eben gerade hattest du noch einen anderen Synchronsprecher. With Grand Shaman Uradek trying to summon the Fomorians into this world. The Fomorians? Impossible. Na, anscheinend ja doch. Sonst wären wir ja nicht hier. Don't delude yourself. What other folk would be pleased by this tasteless butchery? By the gods. The Fomorians are heading here? No, no, no! I have to get out of this wretched cave! Ich dachte, ihr kämpft mit uns. Craven bastards. Come back. Of course. The only thing that matters. Plündert unsere Schätze, wie ihr es immer tut. Feel free to loot our treasures like you always do. Naja, ich bin halt ein Loot-Goblin. Was soll ich machen? Es liegt in meiner Natur. Ja, a just reward. So ist es. Okay, wir müssen Rüstung regenerieren. Ja. Und schauen, was wir am zweiten Lagerfeuer Gesundheit regenerieren. Und dann kommen wir hier schon alle lebendig durch, mehr oder weniger am Stück. Falls ich irgendwas Spannendes übersehe, ich kann da nichts für. Das Spiel ist für mich gerade einfach ein schwarzer Bildschirm, während mir die Sonne ins Gesicht strahlt. Aber ich kann nicht jeden Tag bis irgendwann nachmittags warten, bis die Sonne hier in meinem Fenster vorbeigeblasen ist, wenn ich Zeit habe zum Aufnehmen. So funktioniert das hier nicht. So, wo sind wir denn hier? Ich will nur gucken, dass ich hier keinen Weg aus Versehen auslasse. Wobei es wahrscheinlich insgesamt besser wäre, wenn wir einen Kampf oder zwei skippen könnten. Und hier auf so einer komischen, auf so einem engen Übergang zu kämpfen, ist sowieso nichts. Juhu! Beschützung. Mordred tankt uns ja tatsächlich gerade, überraschenderweise. Überraschenderweise muss er vorne stehen und sich schlagen lassen, nicht? Wild, die Idee, dass ein Beschützer sowas tun muss. Wir werden doch hier gleich angegriffen, oder? Was ist denn hier überhaupt los? Sieht aus wie in The Forest hier unten in der Höhle. Okay, hier geht's zu dem Roten. Da wollen wir aber noch nicht unbedingt dran. Wer sind die denn? Nicht die Frau bis zum Schluss übrig lassen. Das darf ich auf YouTube nicht sagen, was sie vorhaben. We have to stop them. Not really. But any blood spilled in this cave feeds the Fomorians. Ja, aber das heißt ja, dass das Blut, das wir von denen jetzt vergießen, hilft, oder? Gut, wir schicken Kay da rein mit einem Teleporter. Ja, hast du deinen Segen, Sir Kay? Das da sollte besser sein, dann muss ich mir hier keine Gedanken machen. Wie viele Punkte kriegt der? Zu wenige, nicht? Ja, ein Bewegungs-AP. Das heißt, er kann den Schritt machen und den da auch noch angreifen. Schön. Dann sollten wir uns um die Bogenschützen kümmern. Kennt die Germa? Kannst du hier mal ein bisschen Aufweich reinschießen? Hätte ich gerne, dass der Erste in der Reihe... Oh fuck, die sind ja alle unstabil. Okay, ich kann drei Felder zum Gehen ausgeben. Dann sind wir aber fertig. So, damit sind beide Bogenschützen gebunden. Kannst du einen von denen nicht einfach flach legen? Nein. Wie weit kannst du denn chargen? Okay, das sieht nicht schlecht aus. Das heißt, wir könnten den da umrennen.
aufs Feuer scheißen, den da Donnerschlag. Und jetzt haben wir immer noch Sir Ewine, der sich bis dahin bewegen kann und dann Ziele aussuchen kann, wie es ihm passt. So, Sir Ewine schießt zweimal. Der Durchschuss wird uns hier nicht allzu viel bringen. Habe ich gerade zucken sehen, so dass es funktionieren würde? Ich glaube, keine Chance, dass ich die beide treffe. Schade drum. Der Bogenschütze, da kann nicht viel machen, außer auf Sir Lucan zu schießen. Der da macht eigentlich gar nichts, außer aufzustehen. Wir kriegen hier aber auch kein Setup hin, dass der danach noch jemanden umbringen kann, was? Ich denke nicht. Ich denke leider nicht. Dann sparen wir Lucan da mal den Ärger. Der steht auf, der steht auf, der macht nichts. Der muss Kay angreifen. Kay muss sich langsam mal wieder um seine Gesundheit Sorgen machen. I am ready. I am here to serve. For king and country. Läuft doch gar nicht schlecht, auch wenn ich ein bisschen viel aufpassen muss gerade. Der lebt noch. Na gut. Hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber... Hallo, wir haben euch alle gerettet. Ja, und jetzt raus hier. Wir haben auch den mit 15 Punkten Gesundheit in der ersten Reihe gerettet, der definitiv zum Töten dastand. Aber ich sehe, ihr konntet euch hier das Kunstprojekt von den Pikten anschauen. Oh Mann. Hat einen Riesenhaufen Gesindel. Ja, aber wenn das alle das Ritual auf ein Lagerfeuer dahinter hat, stimmt da doch irgendwas nicht. Gut, meine Jungs sehen soweit ganz okay aus. Ich sollte mich nicht schlecht fühlen, die Tränke zu benutzen. Dafür habe ich sie ja schließlich. Ich kenne mich ja. Wenn ich da nicht mit Absicht drauf drücke, sind wir nachher fertig mit dem Spiel und ich habe 50 Heiltränke zu Hause in Camelot in der Kiste liegen. Ich muss mich da immer sehr zu sowas durchdrängeln. Okay, wir gehen jetzt mal kurz den anderen Weg rum, schauen uns hier noch ein paar gekreuzigte Dudes an. Nicht ganz das, was ich wollte. Warum stehen die da so? We should take them down fast before the patrol comes. Ich hab ja Angst vor einer kleinen Rauferei. Das will ich gern sehen bei dem Schaden, den du machst. Okay, die Mondfrau gehört also offiziell damit dazu. Das sieht nicht gut aus hier für uns. Die sind weit weg. Kann sein, dass wir die laufen lassen müssen. Töte die Gegner, bevor Verstärkung eintrifft. 3 Runden. Ey, wir könnten natürlich auch mit der gepanzerten Faust unsere Ritter da draufschlagen. Wir können daran mit Mordred, absolut kein Problem. Kay kann sowieso dahin. 80 ist halt eine Menge. 80 ist eine Menge, aber ich denke, Ewine sollte das können, oder? Wie viele Schritte willst du noch machen? Ja, 25 bleiben da übrig. Die Mondfrau, könnte die da hinten Feuerballen? Die bewegen sich dann ja erstmal nicht mehr. Feuerball braucht so viel. Okay, okay. Ach gut, langsam wird ein Plan draus, was? Der kann tatsächlich mitspielen. Komplett. Na dann. Hauen wir einfach feste drauf. Wäre es vielleicht nicht sinnvoller, mit dir irgendwen zu töten? Beispiel den Typ da hinten. Damit wir uns um den nicht mehr kümmern müssen. So it begins. Mach mal einen Schritt. Hi. Wir sind's.
Der ist komplett raus, wenn ich den Blitz dingse. Das würde mir recht gut gefallen. Dann müsstest du dich hinter die Mondfrau da teleportieren am besten. Wie viele gelbe hast du denn? Nicht so viele, wie gut sind für dich. At your service, my lord. Segne mal den netten Herrn da. Dann musst du selbst da vorne auftauchen. Wow. Dafür habe ich die Skillung so gebaut, wie sie ist, damit er solche coolen Sachen machen kann. Your Highness, sinners shall bleed. Gut, bis jetzt bin ich mit dem, was hier passiert ist, relativ zufrieden. Wenn wir jetzt da noch einen Feuerstoß reinkriegen, damit der Typ da sich nicht bewegt. Haben wir mit der gepanzerten Faust unserer Ritter da drauf gehauen? Das war nicht unbedingt die schlauste Idee, der steht ja doch auf und kann irgendwie einen Schritt machen oder so einen Unsinn, warum auch immer. Ich sag mal, mit der gepanzerten Faust unserer Ritter da drauf gehauen und wahrscheinlich muss niemand Schaden nehmen. Niemand musste hier Schaden nehmen. Das freut mich. Der einfach so drüber winkt und der Typ geht aggressiv in Flammen auf. Kriegen wir es irgendwie hin, dass ich auf den da schießen kann? Kriegen wir es irgendwie hin, dass ich auf die beiden schießen kann? Okay. Kriegen wir es irgendwie hin, dass hier irgendjemand auf irgendwen schießen kann? Ich kann sie alle nehmen. Na gut. Bis nach da müsste es laufen. Das kriegen wir wohl hin. Dann kannst du den da umbringen. So. Das hat wohl leider nicht ganz gereicht. Können wir noch irgendwie was rauskitzeln? Wir hätten Brandmarken können, aber den Spaß vergesse ich ja immer gerne. Ach, dann nimmt vielleicht auch noch jemand Schaden. Außer er schlägt unseren Kumpel hier. Aber um Temp-HP wollten wir uns ja sowieso noch kümmern. Wir haben ja die Tränke dabei. Das hier ist ein Kämpfchen, das hätten wir auslassen können, denke ich, ja? Gut, was auch immer hier hinten gleich Schlimmes passiert, ich hoffe, dass Ivan da was mit anstellen kann. Ich frage mich natürlich, warum das Lagerfeuer dahinter steht, hinter dem haltet das Ritual auf. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Oh yes. Can you feel that? The chill in your bones. The cold on your skin. Our sacrifices were not left unanswered. He is approaching. Oh, ich will nicht gegen dieses riesige Vieh da kämpfen. Bitte nicht. Guck euch den Typen an, der ist riesig. Hey, warum war die eben gerade nicht so schrecklich, OP? Oh, der bringt sich jetzt um oder so. Ist er blind? Ja. Der hätte doch da durchgucken können. Der ist doch groß genug dafür, um die zu sehen. Okay, das sieht machbar aus. Wir müssen uns halt um die Bogenschützen kümmern. Müssen uns hier ein bisschen hübsch reinstellen. Großer Schamane, das gefällt mir nicht, was ich da sehen muss. Den müssen wir auf jeden Fall blitzdingsen. Vier Bogenschützen ist echt nicht cool. Vor allen Dingen, weil die zweimal schießen. Und zwar für Feste. Ha. Wir können Kane nicht einfach so da reinschicken. Das würde der leider nicht überleben, was? So, Mondfrau. Mach's mal, was es da vorne zu tun gibt.
Du. Wäre ganz cool, wenn du einen von den Bogenschützen erschießen könntest, aber es sieht aktuell nicht so aus, als wäre das möglich von hier. Bespornender Schuss geht auch wieder nur auf einen. Gut, wir machen die erste Runde mal defensiv, ja? Alle bleiben da, wo sie sind. Niemand macht Unsinn. Wir stellen uns so, dass Mordred und Kay angegriffen werden und sonst niemand. So, Lucan. Okay, du bleibst hier, du bleibst da. Dann würde ich sagen, ich schmeiße mir für dich mal den Scherz hier an. Dann sollen sie mal herkommen, die Jungs. Zeigt mal, was ihr vorhabt. Und bin ich einverstanden soweit, damit auch. Ich wollte gerade sagen, warum schießt denn mein Ivan nicht? So, jetzt haben wir alle vier Bogenschützen da in Reihe stehen. Wenn ich Kay da reinschicken würde, könnte der drei Stück von denen vernichten. Und die beiden dort blocken. Ich schätze, das wäre die unsinnige Variante und deswegen die Variante, die ich definitiv bevorzugen würde. Okay. Nicht cool. Kannst du so weit schießen und wenn nein, warum nicht? Na dann, einmal, zweimal. 21 reichen uns leider nicht. Mondfrau, können wir dich irgendwie dahin treiben, dass du so weit kommst, rein theoretisch, meine ich. Lucan, wir brauchen ein bisschen extra Juice. None can stand in my way. I am ready. Okay. Kneel before your king. Das waren dann alle Bogenschützen. Du kannst dich immer noch vor den großen Schamanen stellen und dem einen mächtigen Wuchtangriff verpassen. Dann haben wir immer noch die Situation hier unten. Das ist, keiner hier ist im roten Bereich, ja? Das Lucan könnte da gemütlich hinmarschieren. Und hier zusammen mit Mordred ein bisschen Schabernack treiben. Und wieder unauffällig verschwinden. Und der wird sich hier unverwundbar machen. Wir haben jetzt keinen von unseren Leuten mehr im roten Bereich, außer Kay ist zweimal im roten Bereich und zwar für die Jungs, das gefällt mir nicht wirklich. Gut, wir müssen trotzdem dann in die Richtung drehen. Die Chance, dass sie übers Feuer gehen, ist recht gering. Die Chance, dass sie übers Feuer gehen, ist ja doch relativ gering, nicht? Wir könnten den dann noch umrumsen. Der würde dann aber trotzdem aufstehen und sich unverwundbar machen, denke ich. Ah. Wäre cool, wenn Kay noch den einen Punkt gehabt hätte. Aber hey, was soll man da machen? Uff, die sind beide nach hinten gegangen. Das problematisch. Ich glaube nicht, dass wir Kay da jetzt so ganz spontan rauskriegen. Wir hätten hier einen Donnerschlag für zum Beispiel den da. Ich
So, 4 gelbe. Das heißt, er kann auf den da schießen. Das bringt uns nichts. Muss mindestens bis nach da. Das bringt uns auch nichts. Der muss mindestens bis nach da. Der Mann da ist betäubt. Durchschuss bringt uns nicht viel. Der könnte den töten. Der hat 4, nicht? Das heißt, er kriegt sogar noch einen. Ah, der bekommt für den Kill dann einen Refund. Kann auf den da schießen. Oder auch nicht, weil es nichts zu refunden gibt. Wir schauen mal, ob die KI sich davon beeindrucken lässt. Wir können Kay leider nicht segnen. Wird auch, glaube ich, nicht allzu viel bringen von hier. Ja, der kriegt da einen Punkt zurück, aber dem einen Punkt kann ich nicht allzu viel anfangen. Ja, der verliert all seine AP, das heißt, da brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Und den Schuss dann noch rausgeben. Die muss da weg. Dem einen Schritt kommen wir auch nicht besonders viel weiter. Na gut, dann müssen wir einfach hoffen, dass Kay den Betäubungsangriff überlebt, ohne dabei 54 Punkte Schaden zu nehmen. Oh ja, Kay hatte ja gar keine Probleme damit. So, bevor wir den da jetzt rausholen, können wir dem da erstmal eine verpassen. Mittlerweile hat er so viele Leute getötet, dass er anfängt Schaden zu machen, was? Das hat besser funktioniert, als ich gedacht hatte. So, was haben wir hier angestellt? Okay. He is one of the most powerful Fomorian of all, second only to Baylor himself. Had he managed to break through, no one. Wir haben ihn doch aufgehalten, nicht wahr? But I'm worried this is not the end. Gut, jetzt muss mir jemand erklären, wofür dieses Lagerfeuer da ist. Wenn ich zuerst die Jungs hier getötet hätte, ich meine, das ist doch gelb. Das heißt, die Stammesleute hätte ich jetzt dann danach noch retten können von der Grundidee her? Oder was ist hier der große Plan dann? Wir haben einen orangen Ring bekommen, nicht? Das ist schon mal ganz cool. So, wir waren überall gewesen. Wir können hier den Weg noch kurz runtergehen. Das war das Verbindungsstück nach hier, wo wir die anderen Leute gerettet haben. Aber ich denke, insgesamt sollten wir alles gesehen haben. Wir waren da ganz am Anfang nicht gewesen, oder? Und im Endeffekt werden da irgendwie 20 Gold oder so in der Ecke liegen. Aber wir schauen uns das trotzdem mal an. War eine Mission, die ein bisschen kniffliger war, als mir das lieb war, aber, wie ich immer sage, wenn man die Gegner alle vernichtet, bevor die dran sind, können die nun mal auch keinen Schaden machen, was? Ganz einfacher Plan, immerhin hier so Strategie spielen. Warum Rüstung mitbringen, wo man auch Schaden mitbringen kann? Ja, hier müssen wir auch schon gewesen sein. Na dann. Sind wir hier reingekommen, schätze ich. Ja, dann können wir auch hier wieder rausgehen. Zurück nach Camelot, meine Kerle. Das gab tatsächlich eine Menge EP. Cool. Was ist das hier? Immunität gegen Betäubung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und 20% physische, 15% mentale Resistenz ist auch okay. Setzt die Fähigkeitspunkte eines Helden zurück. Kommt vollkommen für umsonst. Ist auch sehr stark. Tötet eine Einheit, verringert die Abklingzeit von Inspiration um 1. Nice. Das ist egal. Das ist egal. Plus 3 Loyalität. Das ist vielleicht nicht so schlecht für jemanden, der das unbedingt braucht. Das ist mir ziemlich egal und die ist mir auch ziemlich egal, Fragezeichen. Na gut, es gab einen Ring, halten wir es mal so fest. Merlin ist mit müdem doch friedlichem Lächeln von seiner Reise zurückgekehrt. Mein Streiter hat die Seele der Prinzessin von dem Fluch befreien können. Na dann, schade, dass es Loyalität dafür gab.
Die hätten wir wahrscheinlich auf jemand anders gebraucht. Neue Herausforderungsbelohnung, was gab's denn? Gewährt dem ausgewählten Helden Immunität gegen Betäubung. Na gut, wenn es dann eh gratis ist. Ist okay, du musst noch einen Punkt ausgeben, damit wir das da unten sehen können. Die Frage ist, ob der Tritt uns eben gerade hätte helfen können, als er da in der schlechten Position war. Die Antwort ist wahrscheinlich schon. So, bin ich einfach so stumpf und drücke auf Stärke. Das wäre der einfachste Knopf. 10% mehr Schaden wären 3 bis 4. Das wäre sogar gar nicht mal so wenig. Das ist eine volle Waffenklasse mehr. Wisst ihr was? Ich bin einfach mal so stumpf und drücke diesen Knopf dort. Und das hier unten schaue ich mir dann mal an. Das ist cool. Das ist vor Demathia. Huh? Da kann er sich im Kreis drehen und wilde Dinge machen. Nahkampfgeschick. Das ist aber eine Menge Zeug hier unten alles. So, Sir Balin. Ach, richtig, du bist ja schon. Da muss ich tatsächlich mal kurz drüber gucken. Sprungangriff liest sich natürlich sau cool. Man irgendwo hinspringen, Schaden machen und wieder zurückkommen ist Zucker. Das ist top, was Bewegungspunkte angeht. So, für den wollte ich vielleicht eventuell noch Begünstigung machen, aber aktuell sieht es nicht so aus, als bräuchten wir das. Aktuell sieht es eher so aus, als bräuchte er tatsächlich mehr Rüstung. Na gut. Ich gucke hier gleich mal kurz durch. Kann sein, dass ich hier auch einfach offscreen skille, damit wir nicht jedes Mal 10 Minuten hier rumhängen, bevor es losgeht. Aber wir gucken erst noch auf die Abenteuerkarte, ob es was gibt. Die wilde Jagd ist entfesselt. So, baut die zerstörte Siedlung wieder auf. Weise einen Ritter an, die Überlebenden zum Schweigen zu bringen. Halt, stopp, eine Sekunde. Die wilde Jagd fegt unerwartet erbarmungslos durch die Dörfer und Burgen. Als meine Ritter endlich eintrafen, waren die Ski bereits spurlos verschwunden. Nur eine Handvoll Frauen und Kinder überlebten das Blutbad. So. Solch ein Angriff auf meine Ehre darf nicht unbeantwortet bleiben, doch zuerst muss ich mich um die Überlebenden kümmern. Balin, hast du schon was vor? Hast du schon was vor? Nur so? Hast du... Sir Lucan und Sir Leo de Grasse brauchen keine Loyalität, weil die sind beide schon auf Max. Beziehungsweise Sir Lucan ist auf Max und Leo de Grasse ist mir egal. Balin, hast du schon was vor? Was haben wir denn noch rumfliegen? Religiöse Spannungen. So, bis vor kurzem war Kingstone ein sicherer Hafen für alle Glaubensrichtungen. Ja, ich weiß, wir haben doch Sir Tigger von da geholt. Ironischerweise entzieht sich das Kommen und Gehen der Jahreszeiten wohl auf dem Mond des Sterne. Tja, Ostern oder die Frühlingssonnenwende, natürlich wird Ostern gefeiert. Ich erlaube beide Rituale, das hätte Sir Tigger wohl gut gefallen. Aber uns wird Ostern gefeiert, malt gefälligst Eier an und versteckt die. Sollten wir nicht dann auch langsam mal... Ach so, Sir Lancelot ist... Okay, ich dachte, wir hätten letztes Mal Recht schaffen und dann diesmal Christentum gekriegt, aber... Aber okay. Wie sieht es eigentlich aus? Kay, hast du Schaden genommen? Nein. Hast du nicht. Sonst hat sich irgendwas Neues herausgestellt. Die Rückkehr zur Galahads sparen wir uns ein Momentchen auf. Wir machen dann nächstes Mal die wilde Jagd. Und dann wahrscheinlich die Story-Quest, außer es tut sich irgendwas Schreckliches. Betäubungsresistenz. Ja, braucht wahrscheinlich keinen Tank, weil wir kriegen ja hier so Späßchen. Aber wir gucken mal, wer das kriegt. 25% Schaden gegen ich verloren. Und vielleicht soll ich dem wirklich den ganzen Blödsinn hier geben. 25% gegen Pikten noch mit dazu. Das hätte eben gerade sehr viel geholfen. Bevor ich es vergesse fürs nächste Mal, wir machen die Heiltränke mal voll, die uns langsam ausgehen, sehe ich auch gerade. Na, ist nicht schlimm, dann kaufen wir einfach ein paar neue. Was, dann kaufen wir einfach ein paar neue. Sag Skillung, gucke ich mir kurz an, wenn ihr nicht mit dabei seid. Dann schaue ich mal, wie ich hier noch so verteile. Und dass wir Landwahl auch mal ausziehen, wobei ich das auch jetzt machen kann. Wie gesagt, ihr kriegt im Endeffekt dann einfach die Ausrüstung von Sir Kay, wenn er gebraucht wird. Da brauche ich mir wirklich keine falschen Hoffnungen zu machen. Weil selbst wenn der kämpfen muss, kann er nicht im B-Equipment kämpfen.
Und wir haben für den Damage-Dealer-Slot Sir Ewine, Sir Balin, Sir Lucan und Sir Ector. Die werden nicht alle gleichzeitig ausfallen, sodass ich für Lanval zusätzlich auch noch Ausrüstung brauche. Das wäre ja Irrsinn. Dann sind wir erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen. Like und Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir gegen die wilde Jagd kämpfen. Ciao, ciao.